Heute ein kleines Full Review meiner RG96. Die Waffe hat schon jeder gesehen, vermutlich dank unserer Schreckschussexperten. Die Waffe ist eine der Legenden unseres Arsenals. Die Waffe kam so bei mir aus der Box, beinhaltend natürlich die RG96 selbst, und zwar in der schwarz-matten bzw. matt-brünierten Ausführung. Sie trägt bereits die Umarex-Bestempelung. Ist daran zu erkennen, dass die Beschriftung hier auf dem Schlitten erfolgt ist und sich das Röhm-Label hier verändert hat. Das Ö sieht bei der alten etwas anders aus. Ansonsten sind die Waffen qualitativ gleichwertig zur alten Röhm-Fabrikation. Mit dabei ein Verschussbecher für Pyromunition und natürlich ein einreihiges und neunschüssiges Magazin. Wie immer abgeschlagene Gecko-Kartusche zu Demo-Zwecken. Es ist der Nachbau einer P8 bzw. einer Heckler & Koch Universal Selbstladepistole, auch bekannt als USP. Kaliber 9mm PAK. Wunderbar hier, made in Germany, so wollen wir das sehen. Die Waffe verfügt über einen Single- und Double-Action-Abzug. Sprich, die Waffe lässt sich mit dem entspannten Hammer bereits abschlagen, der sogenannte Single-Action-Modus, oder eben im durchgeladenen Zustand verkürzt sich der Abzugsweg. Man hat einen Druckpunkt und die Waffe schlägt sauber ab. Des Weiteren verfügt die Waffe über eine gute Sicherung mit Entspannfunktion. Diese lässt den Hammer in einen Sicherheitsrost fallen, sorgt dafür, dass beim Tragen und beim Führen der Waffe im durchgeladenen Zustand der Schlagbolzen keinen Kontakt zum Hammer hat und umgekehrt, weil sich sonst im Falle eines Sturzes ein Schuss lösen könnte. Das will man natürlich vermeiden, indem man die Waffe immer im Sicherheitsrast fallen lässt. Man sieht natürlich deutlichen Unterschied, wenn er jetzt die Raste beobachtet, gespannt und komplett abgeschlagen, dann verschwindet der Hammer wirklich komplett in der Waffe. Somit drückt der Hammer den Schlagbolzen direkt durch auf das Zündhütchen. Und das hier ist die Position für die Sicherheitsrast. Die Waffe verfügt über eine simple Visierung, ist allerdings bei Schreckschusswaffen relativ egal, weil wird nicht gebraucht. Zu zerlegen ist die Waffe relativ schnell. Man öffnet bzw. natürlich, man kontrolliert erstmal die Kammer, ob alles passt, ist leer, ist sauber. Man entsichert die Waffe, spannt den Hahn und öffnet den Montagebügel. Danach hebt man oder beziehungsweise zieht den Schlitten nach hinten und hebt ihn nach vorne ab. Zum Vorschein kommt natürlich hier wieder der Zinkgussschlitten, eine Verschlussfeder mit einer engeren Wicklung und einer etwas weiteren, was für die Montage dann wieder wichtig ist. Ja, und das fertig zu putzende Griffstück. Hat man vier Teile, also ein Teil weniger als bei der vorher getesteten Record Cop. Es fehlt im Endeffekt nur der Montagebügel. Den hat die Waffe so quasi hier integriert. Zusammenbau ist genau wieder andersrum. Das hier ist die weite Seite. Seht ihr, die hat etwas Spiel. So ist es genau falsch herum. Wir wollen die enge Seite zuerst. Ich habe gemerkt, dass ich öfters mal Probleme mit der Montage habe,
wenn ich den Schlitten drauf ziehe, wenn diese Doppelwicklung hier nach unten zeigt. Ich drehe diese Doppelwicklung immer gerne nach oben. So findet sich bei mir die Mündung des Laufs leichter in den Schlitten hinein. Genau so soll es funktionieren. Schlitten sitzt wieder drauf. Waffe entspannen. Montagebügel schließen. Magazin einführen. Und schon wäre die Waffe wieder fertig zum Feuern und zum Spaß haben. Ich bin ein großer Fan der RG 96 durch die Wertigkeit und durch die Qualität der Pistole. Sie macht einen natürlich tollen und realistischen Eindruck. Sie hat sehr hohe Toleranzen, ist natürlich für die Qualität bzw. die Funktionsfähigkeit, so müssen wir es sagen, ist natürlich sehr zuträglich, einfach weil durch die großen Toleranzen Schmutz und so weiter und so fort keine Chance hat. Die Waffe funktioniert auch nach etlichen Schuss einwandfrei. Zum Magazin, besteht einfach aus Stahlblech, hat eine eine Ladeanzeige, Zubringerfeder und Nase zur Unterstützung für den Finger. Außerdem hält diese Nase beim letzten Schuss eben den Schlittenfang nach oben und fängt so den Verschluss. Zubringer ist aus Kunststoff, ebenso wie der Fuß. Einreihig, neunschüssig, hatte ich glaube ich bereits erwähnt. Kostet um die, ich glaube, 24-25 Euro pro Magazin. Die ganze Waffe beläuft sich auf, in dieser Ausführung auf 125-130 Euro, Pi mal Daumen. Die vernickelte Version bzw. die Match-Version ist jeweils um gute 20-30 Euro teurer. Aber wirklich eine sehr, sehr gute Waffe. Die Zuverlässigkeit ist absolut erstaunlich. Wer noch nicht zugegriffen hat, sollte es bei diesem netten Gerät tun. Damit macht er auf jeden Fall nichts verkehrt. So viel von mir. Bis die Tage. Ciao, ciao.